starten wir gleich mal mit einer Frage von Franz Reiter, der hat uns bei Facebook geschrieben und es geht auch schon um das Thema Facebook. Sie wollen, sollten Sie Landrätin werden, frischen Wind ins Landratsamt bringen, schreibt er. Sehr wichtig ist daher auch der Kontakt mit dem Bürger, nicht nur vor der Wahl. Und daher auch seine Frage, werden Sie auch nach der Wahl auf Facebook aktiv bleiben, um gerade mit jungen Leuten auch in Kontakt zu kommen? Schaut es da aus? Ganz klare Antwort, ja. Ich bin noch nicht so lange bei Facebook, aber ich habe meine Liebe für Facebook entdeckt, weil es seine Vorzüge hat, ganz schnell mit vollen jungen Leuten in Kontakt zu kommen. Und also bei mir wird es weitergehen mit Facebook und habe jetzt da schon einige Freundschaften auch im Landkreis geschlossen. Und ich finde es ein sehr interdisziplinäres und interaktives Medium und im Zeitalter vom Web 2.0 sowieso unentbehrlich. Okay. Ich habe ja vor der Wahl Facebook schon bis zum Exzess betrieben, das glaube ich kann man so sagen, mit über 3000 Freunden. Von daher will ich das nach der Wahl auch nicht einstellen. Und es war wirklich immer, sowohl vor der Wahl wie auch jetzt zu Wahlkampfzeiten, eine super Gelegenheit, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, es ist ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Segen, weil man einfach einen kurzen Draht hat, weil man einfach auch den Kandidaten oder den Amtsinhaber dann Fragen stellen kann oder mit Anliegen kommen kann, wo man vielleicht nicht extra einen Termin machen würde, ja. Aber auch ein bisschen Fluch, weil letztlich gerade mit einer hohen Zahl an Freunden 60% einfach Spam ist oder heute gehe ich Eis essen und bis man sich dann da am Abend durcharbeitet, das ist schon irre. Nächste Frage. Ich habe relativ schlechte Erfahrungen mit der Facebook gemacht, insbesondere auf der Seite ins Bürgerforum, das wird auch sehr missbraucht. Auf der allgemeinen Seite werde ich gern dabei bleiben, aber Sie wissen auch, dass das sehr zeitaufwendig ist. Das stimmt, ja. Wenn man sich da morgens hinsetzt beim Kaffee trinken, ist der halbe Vormittag vorbei, um sich einigermaßen ein Bild gemacht zu haben. Also es wird schwierig werden, das ist mir klar. Aber es ist in meinem Wahlprogramm ganz groß drin, die Bürgernähe der Verwaltung, Bürgernähe insbesondere am Bauamt, die ja schon aus Servicequalität zu wünschen übrig lässt. Ich habe viele Erfahrungen als Bürgermeister mit Bauanträgen und meine Versuche, den Bürgern zu helfen, unbürokratisch so manches Problem zu beseitigen. Da bin ich oft auf Granit gestoßen und ich kann das immer vergleichen mit dem Nachbarlandkreis Kamm, wie bürgerfreundlich dort gearbeitet wird. Da heißt es einfach, die Devise nicht, das Projekt können wir aus diesem und diesem Grund nicht befürworten und dann ist die Sache erledigt, so wie es in Ring passiert, sondern da heißt es, wie kann man das trotzdem irgendwie realisieren, welche Hürden sind zu beseitigen und es sind oft nur Hürden, die Definitionssachen sind, die also auslegungsbedürftig sind und da hat man normalerweise als Amt schon einen gewissen Spielraum. Bei uns im Regen ist es vielleicht auch durch den Einfluss der großen Partei so, um das Ziel durchzusetzen, der Bayerische Wald soll ja, Urlaubsregion bleiben und soll sich zurückentwickeln. Unsere Leute hier, die sollten da vielleicht noch einen Koch machen können und Bedienung, aber so eine richtige Wirtschaftsansiedlung ist weniger gewünscht. Also im Gegensatz zum Landkreis Kamm, der offensichtlich vom Landesentwicklungsprogramm und auch vom regionalen Planungsverband aus immer Vorrang bekommt für Industrieansiedlung und Ausbau der Verkehrswege. Bei uns im Landkreis Regen und Landkreis Bayern-Grafenau sind wir irgendwie verurteilt, wenn es weiter mit großen Parteien geht, SPD und CSU, dass wir uns zurückentwickeln. Okay, jetzt sind wir natürlich weit weg von der Thematik Facebook. Ich fasse noch mal kurz zusammen, Sie haben gesagt, Facebook, Sie nutzen es, es ist sehr zeitaufwendig, aber es ist sozusagen nicht das Einzige, um mit den Bürgern in Kontakt zu treten, die Social Media ist. Selbstverständlich, ich bin in Facebook vertreten, schreibe auch da ordentlich hin und her. Es sind sehr schöne Fragen mit dabei, es ist für mich schön, diese zu beantworten. Aber mir ist vor allem auch wichtig, auch für junge Menschen, dass sie mich vor Ort aufsuchen. Das heißt, ich will ja daher diese Bürgersprechstunden vor Ort in den Kommunen einführen. Das heißt, sollte mir das Vertrauen geschenkt werden,
werde ich hier regelmäßig Sprechstunden zu gewissen Zeiten, festen Zeiten bei den Kommunen abholen. Also Facebook ja, aber nicht nur sozusagen. Genau, ich will beide. Ich will unbedingt den Kontakt und auch über Facebook. Ich habe jetzt im Wahlkampfjahr die Internetplattform Facebook kennengelernt. Mhm. Es ist eine sehr interessante Plattform, wo viele Meinungen ausgetauscht werden. Und ich werde auch weiterhin, ob ich jetzt gewählt werde oder nicht, werde ich auch weiterhin aufmerksam diese Plattform nutzen, um vor allem auch mich in manchen Themen mit jungen Leuten austauschen. Das ist selbstverständlich, weil ich ja noch im Kreistag bin und politisch interessiert bin und natürlich auch daran interessiert bin, welche Fragen und welche Probleme für Jugendliche interessant sind und wo man da helfen kann.